Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Panel. Wie kann man die Jugend heute eigentlich noch mit Werbung erreichen? Die jugendliche Zielgruppe, ich nenne sie jetzt mal einerseits die wirklich tatsächlich Jugendlichen und zum anderen auch noch die jungen Erwachsenen, die sind eine sehr begehrte Zielgruppe. Zum Teil haben sie recht viel Geld in der Tasche und sie möchten dieses Geld auch gerne ausgeben. Das heißt, sie sind sehr konsumfreudig. Das ist ein Grund, warum diese Zielgruppe so interessant ist. Zum anderen ist es ja so, wer heute eine Marke lieben lernt, der wird ihr vielleicht auch morgen und übermorgen, das heißt im Alter, treu bleiben. Die Markenartikler wissen, wer da einen Pflock bei den Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen setzen kann, der kann damit den Absatz von morgen und von übermorgen sichern. Also ich möchte, dass in diesem Land wirklich jeder maximale Chancen hat, sich beruflich zu bilden und einen Abschluss zu erwerben. Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Panel. Wie kann man die Jugend heute eigentlich noch mit Werbung erreichen? Die Feuerwehrmann wollte ich mein ganzes Leben lang werden. Als kleiner Junge war ich begeistert von den großen roten Autos. Als Jugendlicher bin ich dann zur Freiwilligen Feuerwehr gegangen, weil ich mich für andere engagieren wollte. Ich wollte Menschenleben retten, ich wollte brennende Wohnungen löschen und da Personen retten. Irgendwann in der Schule wurde ich dann auch von meinem Klassenlehrer, Herr Hartl hieß er, gefragt, sag mal, was willst du denn werden? Und ich sagte, ich will Feuerwehrmann werden. Da sagt er, Feuerwehrmann? Du bist Klassenbester, hast hier die besten Noten. Du kannst ganz andere Berufe lernen. Du kannst richtig Karriere machen, richtig Geld verdienen. Warum willst du zur Feuerwehr? Und ich habe schon damals gesagt, ich will mich für andere einsetzen. Ich will... wie geht das jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich glaube, ich frage meinen Nachbarn mal. Hey! Hey! Wie geht die Aufgabe? Ja, also du musst, ne? Du musst das da. Ey! Was ist los hier? Ich habe nur gefragt... Ey, jetzt halt's Maul! Aber ich habe doch nur gefragt...
gefragt, wie die Aufgabe geht. Ist mir egal, dass du gefragt hast. Du gehst jetzt da draußen. Aber ich hatte nur gefragt, wie die Aufgabe geht. Raus! Oh, your spine is so blazed.